Hallo meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mal wieder ein interessantes und besonderes Video für euch. Es geht um den sogenannten Werwolf bzw. um das Werwolf-Problem. Und in dem Fall hat das Snape schon relativ gut erklärt, der Begriff Werwolf stammt tatsächlich aus dem Altgermanischen und bedeutet so viel wie Mann, Wolf oder auch Wolfsmann. Und in dem Fall hat das, wie gesagt, Snape relativ gut noch rausformuliert. Und das mehr oder weniger auch, um Remus Lupin zu schaden. Lupin ist auch ein interessantes Stichwort. Es geht nämlich auch heute natürlich dann ganz klar ebenfalls um Lupin und ebenfalls um Fenrir Greyback und um deren Umgang mit eben genau diesem Problem oder mit dieser Krankheit. Tatsächlich ist es keine genaue Klassifizierung. Es wurde noch nicht festgelegt, ob man jetzt tatsächlich einen Werwolf als Tierwesen klassifiziert oder eben nicht. Weil theoretisch sind die Werwölfe ja 90% der Zeit menschlich und dann bringen sie halt bestimmte Charakteristika mit sich, die sie halt in so einem abnormalen Bereich sozusagen einordnen würden. Das Schwierige ist halt, dass man das nicht irgendwo klar klassifizieren kann, besonders weil sie sich auch nicht wie ein normales Tierwesen verhalten. Gerade nochmal diese exzessive Aggressivität und die Tatsache, dass sie tatsächlich in ihrer Wolfsgestalt ausschließlich Menschenfleisch fressen. Ursprünglich war tatsächlich der Werwolf mal ein rein nordeuropäisches Phänomen, was sich aber weltweit relativ schnell durchgesetzt hat. Und in dem Fall kann man schon hier die Referenzen klar erkennen. Es hat halt wirklich teilweise Strukturen von einer Krankheit. Die gesellschaftliche Meinung geht halt auch ein bisschen damit einher. Man hat zwar eigens im Zaubereiministerium extra eine Abteilung entwickelt, nur um sozusagen Schützen für Werwölfe nochmal so einen kleinen Deckmantel zu erheben, aber es wird nicht gerade helfen, ein gesellschaftliches Umdenken herbeizuführen. Es ist tatsächlich so, dass man extreme Probleme hat. Man muss auch sagen, Lupin zum Beispiel war ja auch ein perfektes Beispiel. Er wollte immer irgendwie damit umgehen. Trotz dessen, dass er wirklich mit so einer Krankheit gezeichnet wurde, hat er es relativ gut geschafft, seine Schule abzuschließen, war auch extrem intelligent und konnte so vieles bewerkstelligen. Dennoch, beruflich gesehen, wollte man ihn einfach nicht einstellen. Dumbledore hat dann die Gelegenheit ergriffen und ihn zum Lehrer im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ernannt. Nur ist es für mich auch so eine Grundproblematik, weil zum einen weiß Dumbledore, dass die Position verflucht ist und zum anderen hätte sonst was passieren können. Ich meine, man weiß nur, dass es egal was passiert, sowieso nach dem Jahr endet. Wie es aber endet, kann keiner sagen. Ich meine, es hätte auch zum Tode führen können, es hätte irgendwas anderes mit sich bringen können oder dass zum Beispiel er tötet und dadurch gefangen genommen wird, nach Azkaban gesperrt wird. Es gäbe Dutzende von Möglichkeiten. Er hat es trotzdem toleriert, dass Lupin in diese Position kommt und Lupin war natürlich auch einverstanden, unwissentlich, dass es halt eine verfluchte Position ist, sondern einfach nur aufgrund dessen, dass er endlich mal einen guten Arbeitgeber hat und sich auch ein bisschen entfalten kann. Das Interessante tatsächlich bei Lupin war, dass seine Freunde ihm geholfen haben, das irgendwie mitzumachen oder das irgendwie durchzumachen, indem sie den Animagus-Zauber lernten und somit konnten sie im Bereich der Verwandlung halt glänzen. Darüber hinaus war es ihnen halt dann auch dadurch möglich, überhaupt mit Lupin irgendwie noch in Kontakt zu treten, weil wie gesagt, Werwölfe fressen nun mal Menschenfleisch und deswegen geht es nur in dieser Tiergestalt, ihm irgendwo noch dabei zu stehen und das haben sie halt dann auch bewerkstelligt. Viele auch in der Community haben öfter mal die Frage gestellt, wie man das denn so leicht erkennen kann. Es gibt natürlich bestimmte Verhaltensmuster, aber es ist auch ein bisschen äußerlich erkennbar. Abgesehen mal von Leuten wie Fenrir Greyback, der das halt auch sehr stark nach außen bringt und wo man wirklich klar ansieht, okay, das ist definitiv ein Werwolf, gilt es aber zum Beispiel auch für den Lupin. Ich meine, die sehr charakteristischen Narben sind nicht unbedingt der Hauptindikator dafür, sondern es sind tatsächlich Kleinigkeiten. Zum einen eine Pupillenerweiterung, als wäre man ständig irgendwie auf Droge. Und darüber hinaus so eine gewisse Verhaltenseinstellung. Zum einen bilden sich sehr schnell Stressfalten und das ist auch wirklich erkennbar. Dann pulsierende Adern, dazu eine gewisse Grundaggressivität und das zeichnet sich alles so ein bisschen ab. Gerade wenn sich auch zyklenmäßig der Vollmond nähert, merkt man dann schon sehr starke Unterschiede in den Verhaltensmustern. Und trotz dessen, dass es auch den Werwolf-Trank gibt, ist es nicht wirklich eine Heilung, sondern mehr so eine Art, ich sag mal, Verbesserung des Verhaltens. Es unterdrückt so ein paar Grundsachen und es schafft halt auch einen nahtloseren Übergang in der Verwandlung und das macht es auch ein bisschen schmerzloser. Und ja, wie gesagt, der Unterschied ist halt gewaltig, während ein Lupin zum Beispiel versucht, alles dagegen zu tun. Es gibt auch ein bisschen headcanonische Fakten, die ich ganz interessant finde, dass er zum Beispiel die Schokolade nur isst, weil man ja nachweislich auch eben weiß, dass zum Beispiel Hunde allergisch auf Schokolade reagieren, ist sogar tödlich, wie sie sein kann, dass er dadurch versucht, sozusagen die Seite von sich so ein bisschen abzutöten. Es ist natürlich nicht ganz richtig. Wir wissen, Schokolade war halt für J.K. Rowling damals eine gute Lösung, um gegen ihre Depression aufgrund des Todesfalls ihrer Mutter anzukämpfen. Aber ich fand es eine interessante Art zu erklären, warum jetzt zum Beispiel Lupin immer Schokolade bei sich hatte. Deswegen wollte ich es hier auch mit reinnehmen. Ansonsten, wie gesagt, Fenrir Greyback.
Dieser versucht natürlich, diesen Fluch oder diese Krankheit so weit wie möglich zu verbreiten. Deswegen attackiert er ganz bewusst Kinder. Es geht darum, dass Kinder damit aufwachsen und dann halt irgendwie damit einigermaßen zurechtkommen und sich mir halt auch früh genug anschließen. Er will tatsächlich eine heranwachsende Armee mobilisieren und gerade Kinder, die davon beeinflusst sind, würden sich halt intuitiv zum Beispiel eher ihm unterordnen, weil es ja auch dann im Entwicklungsprozess zum Beispiel sehr stark aufzeigt, wie Menschen sein können und wie stark die Situation zum Beispiel so entstehen kann, dass man halt sich komplett von dieser Person abwendet und nicht am öffentlichen Leben teilnehmen kann und irgendwann entwickelt man dann Hassgefühle. Das stärkt natürlich dann ganz klar bei einer kindlichen Entwicklung auch eben diesen Prozess, sich irgendwann dann auch als Monster zu sehen. Lupin hatte halt das Glück, dass er sehr, sehr gute Freunde hatte, die ihn in jeder Hinsicht unterstützt haben und somit konnte er das halt in den Griff bekommen und hat sich zu einem sehr, sehr weisen, intelligenten und auch liebevollen Mann entwickelt. Aber anders, wie gesagt, ein Fan wie er Quellback. Dieser war aber auch nur Mittel zum Zweck. Wir wissen, die Todesser speziell stehen für reines Blut. Und dieses reine Blut gilt nicht nur für, ich sag mal, den Blutstatus von Menschen, sondern auch für generell die Reinheit sozusagen an sich. Also solche Halbwesen, wie sie betiteln würden, wären für sie auch extrem verwerflich. Deswegen war Fenrir Quellbeck zwar einer der erfolgreichsten Todesser, aber nie offiziell tot. Also er hatte nicht das Mal bekommen. Trotzdem hat er so viel getan und auch seine Leute, sein Einfluss in dieser Community der Werwölfe war für Voldemort absolut zweckdienlich. Es war ein perfektes Mittel zum Zweck. Dieser Typ ist grausam, der sieht nach was aus, er ist brutal und man fürchtet ihn. Ich meine, er muss dich faktisch nur kratzen oder beißen und schon hast du diesen Fluch. Und das ganz ehrlich ist eine, finde ich sogar fast schon schlimmere Drohung als die Todesdrohung durch den Todesfluch. Weil ganz ehrlich, ich sag bis heute, Avada Kedavra ist mehr oder weniger ein nahtloser Übergang und es führt halt zu einem sehr schnellen Tod. Und soweit wir wissen, ist es wirklich hundertprozentig schmerzlos. Du stirbst halt einfach so zack und du bist tot. Wirklich ein extrem sanftes Übergleiten. Anders als der Cruciatusfluch zum Beispiel ist das noch relativ human, wenn man so möchte. Der einzige Grund, warum er auch als unverzeihlicher Fluch gilt, ist tatsächlich, weil man die Intention mit sich bringen muss, jemanden wirklich umzubringen. Das heißt, es geht halt eher von dem Nutzer aus als dem Opfer dann in dem Fall. Aber gut, anderes Thema, es geht ja hier um Werwölfe. Ich will damit nur erklären, dass Fenrir Quellbeck halt ein absolut perfektes Mittel zum Zweck ist. Und Voldemort wusste auch genau, wie er ihn einsetzen kann, als halt abschreckendes Beispiel. Er hat ihn genau so weit eingestuft, dass er sozusagen seinen Willen bekommt. Das war halt eine Kooperation. Er schafft es, möglichst viele Leute durch eben diese Krankheit zu verwandeln und kann halt auch Angst und Schrecken verbreiten, was ihm sowieso am Herzen liegt. Und Voldemort profitiert davon, dass er halt eben wirklich sehr viele Leute mit sich bringt, weil Fenrir Quellbeck gerade auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese Community an sich ist. Er ist schon irgendwo eine faktisch Gottheit, kann man sagen, weil die meisten eben von diesen Halbwesen sozusagen und von diesen Werwölfen haben sich wirklich mehr Quellback untergeordnet und nicht jetzt der Agenda von einem Voldemort. Weil, wie gesagt, die Todesser sind sowieso nicht gerade sehr d'accord mit solchen Wesen. Und auch weil es sehr adlige Familien zum Beispiel sind, ist das deutlich schwieriger, als es viele vermuten. Und man muss auch sagen, das ist nicht nur so ein Todesser-Problem, sondern generell ein gesellschaftliches Problem, dass das so abgetan wurde und man halt so stark darunter leidet. Man kann halt wirklich nichts dafür im Prinzip. Man wird verwandelt und das meistens halt auch zu, ich sag mal, wahrscheinlich 99% durch einen Angriff. Und ja gut, ich will jetzt hier kein komplettes Beispiel abgeben, weil am Ende heißt dann irgendwie, dass es vielleicht mal irgendeinen Fall gegeben haben könnte, von wegen, dass sich da einer verwandeln lassen wollte, einfach weil er das gerade spannend fand oder sich irgendwie Quellback anschließen wollte, weil er sowieso keine Perspektive hatte. Die Möglichkeit will ich hier nicht ganz ausschließen. Aber so oder so ist es halt meistens eher was, was dir auferlegt wird und mit dem du dann sowieso auch leben musst. Die Entscheidung triffst du gar nicht, ob du gut oder böse wirst. Es stimmt, es beeinflusst deinen Charakter und in bestimmten Verhaltensweisen merkt man es halt auch und du bist halt auch schneller aggressiv. Das sind alles leider Fakten. Dennoch, die Grundentscheidung, deine Persönlichkeit so anzupassen, resultiert nicht daraus, dass du zum Werwolf geworden bist, sondern meistens eben aus dieser gesellschaftlichen Isolation. Ich meine ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man wirklich aktiv daran gearbeitet hat, ein Gegenmittel herzustellen. Man hat eine Behörde gegründet, ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eher auch so eine Möglichkeit des Registers gewesen, nach dem Motto, dass man halt sich als Werwolf auch kennziffern muss und somit hat man auch eine gewisse Aufsicht über diese Werwölfe eben und weniger jetzt, dass man versucht, denen wirklich zu helfen und die in die Gesellschaft zu integrieren, weil auch diese Behörde hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass die Menschheit sozusagen umdenkt. Und daraus resultieren natürlich auch verschiedene Aspekte, die halt eben auch sowas wie Quellbecks Agenda zum Beispiel stark gefördert haben, weil hier hat man sich halt dann auch als Werwolf wohlgefühlt. Und dann nochmal dagegen anzukämpfen, nach dem Motto, sich auf die Seite zu stellen, derer, die dich schon irgendwo dein Leben lang isolieren und auch irgendwo versuchen zu meiden oder dich auch teilweise noch schlimmer angreifen oder auch töten wollen, gab es auch schon Fälle. Das ist definitiv nicht leicht. Da fällt es halt auch dann sehr leicht, zum Beispiel zu sagen, ja, okay, Quellback, der verwandelt die Leute und sorgt dafür, dass das Problem sich halt ausbreitet und somit ist es halt dann auch viel, viel schwieriger. Gerade zum Beispiel Kindern von,
Leuten in höheren Ämtern wären dann dafür sehr stark empfänglich. Und wenn man das dann weit genug vorantreiben würde, hätte man tatsächlich die Möglichkeit, da so viele Werwölfe eben zu züchten, dass man entweder aktiv an dem Problem arbeitet oder die halt versucht, in die Gesellschaft zu integrieren und dann halt irgendwo das auch eine gewisse Akzeptanz findet. Wenn es aber halt nur eine geringere Gruppe ist, fällt es immer sehr viel leichter, die halt einfach nur als nicht Teil der Gesellschaft sozusagen zu betrachten. Und das ist halt das Werwolf-Grundproblem. Und hier sehe ich halt auch ganz klar Parallelen zu sehr vielen Aspekten in unserer Welt. Und J.K. Rowling ist ja bekannt dafür, eben öfter mal sowas aufzuzeigen. Hier finde ich es aber auch wirklich sehr interessant, inwieweit man dann sozusagen bestimmte Details auch mit eingebaut hat. So oder so ist für mich das Werwolf-Problem ganz klar die Tatsache, dass man nicht versucht, aktiv an der Lösung zu arbeiten, sondern dass einfach nur dieses Wesen als höchste Gefahrenstufe klassifiziert wird und darüber hinaus man es nicht mal einordnen kann, ob es jetzt ein Tierwesen ist oder ob es eine Krankheit ist. Es ist halt einfach nicht genug Aufklärung vorhanden und somit können die Leute gar nicht anders reagieren. Das Einzige, was man weiß, ist, wenn man auf einen Werwolf trifft, kann die Möglichkeit bestehen, dass er dich entweder tötet oder, was dann für viele noch schlimmer ist, dich verwandelt oder auch deine Kinder zum Beispiel verwandelt, wie es halt auch Lupin passiert ist. So oder so ist es halt ein grundlegendes Problem. Es hat sich halt auch sehr weitreichend durchgesetzt. Und ich finde halt, die Zauberergemeinschaft sozusagen geht nicht wirklich richtig damit um. Aber gut, das war's auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch gerne mal wissen. Und wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, was mich auch sehr freuen würde, dann schreibt doch mal gerne den Hashtag Werwolf in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Habt einen schönen Tag und macht was draus.